Eine 140er Hochburg ist das Werk 2 in Nürnberg gewesen. Zeitweise sind hier mehr als 50 Maschinen zu Hause. Auch 140-643 hat schon einige Modernisierungen hinter sich. Andere Lüftergitter, Doppellampen und an der Front keine Griffstangen mehr. Nur noch die alten Stromabnehmer vom Typ DBS-54A sind montiert. Ausfahrt im Rangierbahnhof Nürnberg. Die alten E-Loks sind immer noch fleißig unterwegs. Zu den Paradestrecken gehören die entlang der Mosel oder entlang des Rheins. Szenen, die längst der Vergangenheit angehören. Auch auf der Saalebahn wird die Baureihe 140 heimisch. Die 140-504 leistet Vorspann. Im Güterbahnhof Saalfeld ist sie zusammen mit einer modernen 189 auf dem Weg.
Viele der alten E-Loks fahren in Verkehrsrot mit weißen Warnbalken ins neue Jahrtausend. Doch der Bestand ist bereits deutlich reduziert. 2003 sind nur noch etwa 300 Exemplare im Dienst. Bereits 2004 wird von der DB entschieden, keine Hauptuntersuchungen mehr durchzuführen. Doch der Boom im Güterverkehr zwingt ab 2006 zum Umdenken. Im Werk Dessau werden wieder 140er hauptuntersucht. Einer davon ist 140-716, die gleich auf ihre Drehgestelle gesetzt wird. Das Aufsetzen dauert fast eine Stunde. Beschleunigt geht es etwas schneller. Zunächst wird der rund 40 Tonnen schwere Lokkasten über die Drehgestelle gehoben und abgesenkt. Jetzt beginnt Millimeterarbeit. Stück für Stück wird der Lokkasten abgesenkt. Wir achten uns hier auf den Drehzappen, dass der noch nicht so hängen bleibt. Beziehungsweise wir müssen dann hier die Ketten einhängen, damit die Fahrmotorkabel hochgezogen werden. Ohne Ruckeln oder Schaukeln wird der Lokkasten in Position gebracht. Die Ketten straff nach oben gezogen werden, dass wir hier nicht an dem Drehzapfen hängen bleiben. Genau. Worauf müssen Sie jetzt achten? Ja, wie gesagt, dass die Fahrmotorkabel nicht hängen bleiben, weil die kriegen wir nachher als Paket nicht mehr gezogen. Dass wir die Falten bei hier unten nicht eindrücken, dass der Staub gleich nachher richtig hier drauf sitzt und dass wir hier also nicht am Öler hängen bleiben. Und unten drunter sind noch zwei, die müssen darauf achten, dass der Drehzapfen in die Führung richtig einhakt, weil ansonsten geht's Lager kaputt. Weiter? Ja, wir können. Weiter was? Marco? Was schauen Sie jetzt nach? Drehzapfen, ob der auch ins Lager rutscht. Langsam gleiten die Drehzapfen in die Drehgestelllager. Da kommt er, der Drehzapfen. Jetzt wird verschraubt. ...140-716 ist 2006 genau 40 Jahre alt. Nun darf sie theoretisch noch mal rund 8 Jahre fahren. Insgesamt 65 140er erhielten bis 2008 noch eine Hauptuntersuchung. Bei den letzten sind 2016 die Fristen abgelaufen. 140-716 ist wieder im Einsatz. Auch alte Maschinen haben noch eine Hauptuntersuchung erhalten. Dazu gehört 140-036 aus dem Baujahr 1957. Sie hat Einfachlampen. Bis 2014 ist die 036 noch gefahren.
So fahren die zum Teil mittlerweile fast 50 Jahre alten Maschinen weiter. An Verkehrsrot stört sich mittlerweile niemand mehr. Die frisch untersuchten E-Loks sind weiterhin auf vielen Strecken in Deutschland unterwegs, auch im Maintal.